Laut einem Online-Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, empfiehlt die UNO, dass eine Verschiebung von einer fleischhaltigen Ernährung zu einer eher pflanzlichen Ernährung unabdingbar ist, was unser Klima betrifft. Wenn man dann die Kommentare unter dem Artikel liest, nun ja, da sind nicht alle dieser Meinung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kommentare kommentieren. Bevor ich aber auf die Kommentare eingehe, ein paar Hintergrundinformationen. Dieser Artikel bezieht sich auf den IPCC Climate Change and Land Report 2019 und hier wird auf Seite 28 unter vielen anderen Dingen, die eine Verbesserung des Klimas bewirken könnte, eben auch gesagt, dass eine Veränderung der Ernährung hin zu einer pflanzlichen, ausgewogenen pflanzlichen Ernährung sehr gut für das Klima wäre. Und da bis 2050 ca. 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben und die Landwirtschaft schon jetzt über 10% schuld ist an den Treibhausgasen, macht es natürlich Sinn, auch die Frage zu stellen, sollten wir nicht unsere Ernährung ändern? Nun ja, das sehen eben nicht alle, wie man an den Kommentaren erkennt. Wir starten jetzt mit den ersten. Wir nehmen uns einen lockeren, wir nehmen uns einen einfachen, damit wir schön reinstarten. Fresst Gras und geht dran ein, dann ist allen geholfen. Der pflanzliche Speiseplan ist sehr reichhaltig. Da gibt es Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte und ganz viele andere Dinge. Die vegane Zutatenpalette ist sehr farbenfroh, sehr umfangreich und ich denke, es gibt mehr Gemüsesorten im Supermarkt, als es tote Tierkörperarten gibt. Das erwähnte Gras, an dem man eingehen soll, das essen meistens die Tiere, die dann eben für die fleischessenden Menschen getötet werden. Der nächste. Welche Firmen wollen da wieder ihre Nahrungsmittelergänzungspillen verkaufen? Ein leider immer wieder aufkommendes Klischee, wenn es ums Thema vegane Ernährung geht. Bei pflanzlicher Ernährung gibt es genau ein Vitamin, das nicht über die Ernährung abgedeckt werden kann und das ist das Vitamin B12. B12 wird von Mikroorganismen gebildet und das sind Kleinlebewesen wie zum Beispiel Bakterien, die nur unter einem Mikroskop erkennbar sind. Die Leute, die Fleisch essen, bekommen deshalb B12, weil die Tiere, die sie essen, die haben als Futter angereichert das B12 bekommen. Ich finde es viel effizienter, Vitamin B12 direkt zu supplementieren, als den Umweg über das Tier zu machen, weil wenn ich ein Tier esse, neben dem Fakt, dass hier jemand sterben muss, ist es auch für die Umwelt viel besser und auch für meine Gesundheit, weil wenn ich Fleisch esse, dann nehme ich ja auch Dinge mit auf, die ich vielleicht gar nicht haben mag. Cholesterin, tierische Fette, ihr wisst schon. Deshalb verdient man nicht wirklich gut an Veganern, was Nahrungsergänzungsmittel betrifft. Jetzt frage ich mich, warum aber die ganzen Apotheken und Drogeriemärkte voll sind damit. Glaubst du, die sind deshalb voll, weil es 1% Veganer gibt? Oder glaubst du, dass das jemand anderer auch kauft? Sich aufgrund des Klimawandels zu kasteien und wirklich gutes und vor allem gesundes Essen nicht mehr genießen zu dürfen, ist schon sehr viel verlangt. Was passiert mit den Tieren? Sterben die dann sukzessive aus, wenn sie nicht mehr benötigt werden? Erstens, für eine pflanzliche Ernährung muss man sich nicht kasteien. Das stellst du dir, glaube ich, ein bisschen schlimmer vor, als es ist. Und wegen deiner Sorge wegen den Tieren. Bei deiner Frage klingt das irgendwie so, als würden hier ganz viele Tiere rumrennen und wir erschießen die einfach oder bringen die einfach um und essen die eben. Und wenn wir das nicht tun, was passiert dann mit denen? Es ist so, dass wir diese Tiere extra züchten. Wir züchten sie, damit sie eingesperrt sind, damit sie gequält werden, getötet werden und damit sie dann eben zu essen werden. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an ein Mutterschwein denke, was in einem Kassenstand in der Massentierhaltung eingesperrt ist und nicht mal ordentlich zu ihren Kindern kann. Ich denke, dass diese Mutter eher froh wäre, hätte sie nicht Kinder bekommen müssen und würden ihre Kinder nicht auch wieder eingesperrt, gequält und getötet werden, nur für Essen. Und ich denke also, es ist okay, dass wenn wir weniger Fleisch essen, dass dieses Leid, dieser Kreislauf des Leidens, dass der irgendwann weniger wird und vielleicht irgendwann aufhört. Ich denke also, deine Sorge um die Tiere ist hier etwas unberechtigt. Da ich Tiere liebe, habe ich einmal ernsthaft versucht, ohne Fleisch auszukommen. Die sportliche Leistungsfähigkeit nahm leider insgesamt, aber im Besonderen im Kraftbereich, untragbar ab. Anderen ging es ähnlich. Super, dass du es versucht hast, deine Ernährung umzuändern. Was jetzt genau bei dir nicht geklappt hat, müsste man sich genau anschauen. Allerdings zeigen viele Weltklasse-Sportler, dass es durchaus möglich ist, sich pflanzlich zu ernähren und nicht nur das, sondern dass es auch sehr positiv für die Regeneration sein kann, für die Leistungsfähigkeit. Ich empfehle dir wärmstens den Film Game Changers, der bald erscheint, dir anzusehen. Hier werden Weltrekordhalter, Bodybuilder, Triathleten und ganz viele andere Sportler porträtiert, die sich rein pflanzlich ernähren. Und wenn du auch denen nicht glaubst, dann glaub zumindest einem,
dem Arnold. Selling that idea that real men eat meat. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Ja, sehr gut. Jetzt kommen wir zum Schluss, zu einem fulminanten Abschluss. Veganer können ja den Biomüll essen, dann tun sie was Sinnvolles. Ja gut, dem kann ich jetzt auch nichts mehr hinzufügen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich über einen Daumen nach oben wissen, über ein Abo oder über einen Kommentar. Ich mache neben solchen Videos auf diesem Kanal hauptsächlich vegane Rezepte. Und vielleicht seid ihr ja beim nächsten Video dabei, ich würde mich freuen. Und jetzt muss ich leider aufhören. Ich muss nämlich den Biomüll essen, damit ich heute noch was Sinnvolles mache. Tschüss!